herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der nicht spielt das. Wir stehen hier weiterhin mit unserem IC in Riese Hauptbahnhof und fahren diesen jetzt weiter bis nach Leipzig. Es sei denn, ich habe die Tür verriegelt. So, jetzt aber. Und wir sind ja im letzten Video hier stehen geblieben. In Riese Hauptbahnhof und machen uns jetzt auf den Weg nach Leipzig Hauptbahnhof. Es ist weiterhin das Szenario IC 2444 Dresden Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof. Aus der 3D-Zug Fahrzeitreihe 60 ist es der fünfte Teil IC nach Köln. Und haben jetzt das letzte Stück von Riesa bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Und schau mal, was uns noch so erwartet. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass in einem bestimmten Teil ein Straftäter sich unter die Fahrgäste gemischt hat, was dann die Bundespolizei auf den Plan ruft. Aber in welchem Teil das ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich werde die Teile alle so ein bisschen spielen bzw. anspielen und werde dann wahrscheinlich auch dann irgendwann rausfinden, in welchem Teil sich dieser Inhalt befindet. In diesem scheint er da doch nicht zu sein, so wie es aussieht bis jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was doch auf der Fahrt nach Leipzig alles passiert. So, und was steht da Feines rum? Das schauen wir doch gleich mal nach. Eine wunderschöne Rangierlok. 261043-4. Wunderschön. Gravita 10BB. Oh, 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 oh. Also eine sehr, sehr schöne Lok. Muss man wirklich sagen. Die gibt es übrigens, kann man dieses Szenario mit dieser 263 fahren, beziehungsweise spielen, im DSC Leipzig-Dresden. Also es wird automatisch mitgeliefert und nennt sich Rangieren in Leipzig. Also jeder, der sich dieses DSC Leipzig-Dresden besorgt, kann automatisch diese Lok selber spielen und ja, finde das eine sehr schöne Sache. Ich habe das auch schon gemacht und gibt es glaube ich sogar ein Video drüber. Ich weiß es gar nicht mehr und ja, ist auf jeden Fall da mit enthalten in diesem DLC. So, gleich dürfen wir wieder Reisegeschwindigkeit fahren. 160. Übrigens, auf meiner Fahrt, also wo ich letztens spotten war in Hamburg, bin ich morgens von Essen aus mit dem ICE 4 nonstop nach Hamburg gefahren, also erste Klasse. Es war wunderschön. Essen am Platz, Beinfreiheit vom Feinsten, also WLAN ohne Probleme, keine Ruckler, gar nichts, Steckdose vorhanden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und würde es jederzeit wieder machen.
Also ICE 4 erste Klasse, absolut zu empfehlen. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr wirklich selber mal ausprobieren. Ganz ruhiges Fahren. Es ist wunderschön, muss ich wirklich sagen. Und ja, zurück bin ich dann auch natürlich erste Klasse gefahren. Allerdings dann im ICE 1. Nicht nonstop, sondern mit Halten in Bremen, Osnabrück, Münster und Recklinghausen. Bevor wir dann in Essen einfuhren. Wir dürfen 200, sehr schön. Da hatten wir dann doch einige Probleme, was uns eine dreiviertelstündige Verspätung einbrachte. Und zwar hatten wir Probleme mit dem Drehgestell. Also es wurde dem Lokführer vorne im Display angezeigt, dass es wohl ein Problem mit einem Drehgestell gibt, mit einem Radreifen oder sowas. Und wir mussten in Bremen und Osnabrück jeweils nach dem Anfang wieder anhalten. Und da haben sich dann erstmal Verantwortliche der Bahn sich das Drehgestell angesehen, ob da irgendwas beschädigt ist oder... Aber da wurde dann anscheinend nichts gefunden, sodass wir dann unsere Fahrt fortsetzen konnten. Aber das Ganze hat uns dann eine dreiviertelstündige Verspätung eingebracht. Und ja, ich habe aber trotzdem meinen Anschlusszug in Essen bekommen. Der ist hart gewartet und ist später gefahren. Gott sei Dank. Aber ja, sowas ist ruckzuck passiert mit Verspätung. Also man ist da wirklich einer höheren Gewalt ausgesetzt. Auch die Lokführer an sich selber und das Zugpersonal. Weil... die haben da einfach gar keinen Einfluss drauf. Wenn da sowas im Display auftaucht, die müssen sich darum kümmern, die müssen sich das ansehen. Die können das nicht einfach ignorieren. Ist logisch, versteht sich glaube ich von selbst. Auch wenn das dann hinterher sich rausstellt, dass da nichts ist, aber nur Gegenzug. Aber sowas läppert sich natürlich dann und ruckzuck hast du Verspätung drin. Aber ich muss ehrlich sagen, das Bahnpersonal war sehr, sehr freundlich. Auch die erste Klasse, ICE 1, ist nicht zu, gibt's nicht zu meckern, sehr zu empfehlen. Auch da Bedienung am Platz, hat wunderbar funktioniert, keine lange Wartezeit. Es ging ruckzuck und ja, kann ich nur empfehlen, beide erste Klassen, sowohl wie im ICE 4 als auch im ICE 1. Also müsst ihr euch wirklich mal gönnen, damit ihr das mal erlebt habt. Es war für mich das erste Mal, erste Klasse zu fahren und ich bin restlos begeistert. Hab die beiden Fahrten sehr genossen und auch die Zeit in Hamburg, wo ich gespottet habe und so auch wunderschöne Stadt und gibt sehr viel zu sehen da. Es ist einfach wunderschön. Also wenn ihr immer mal nach Hamburg wolltet, fahrt mit der Bahn, fahrt erste Klasse und dann habt ihr Spaß, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. So, jetzt muss ich vor lauter Laberei erstmal was trinken. So, mein nächstes Spotter-Ziel habe ich glaube ich auch schon im Kopf. Ob das wirklich so funktioniert, wie ich das vorhabe, bleibt abzuwarten. Aber wenn ich mal wieder längere Zeit Urlaub habe, meine Familie es mir erlaubt, ist natürlich Voraussetzung, dass meine Familie damit spielt. Ist ja, versteht sich von selbst, glaube ich. Dann habe ich vor, da hinzufahren, wo ich gerne hin möchte und ich glaube, das wird richtig geil. Weil ich sehr, sehr gerne da bin und da zu spotten, das wird auf jeden Fall mega. Das wird auf jeden Fall mein nächstes Ziel sein. So, mittlerweile sind es da gleich nur noch 45 Kilometer bis Leipzig. Und so. Heutigen Endstation, zumindest unsere Endstation, da wird das Bahnpersonal wechseln. Denn für uns endet da die Fahrt. Schade eigentlich.
muss ich ehrlich sagen. Ich würde gerne bis Köln durchfahren, aber so weit ist DTG noch nicht. Das wäre auf jeden Fall ein längeres Video geworden dann. Wenn wir wirklich bis Köln durchfahren könnten. Von Dresden aus. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber wer weiß, was sich DTG da noch einfallen lässt. Die ein oder andere Erweiterung wird mit Sicherheit noch kommen im Laufe der Jahre. Warten wir es einfach mal ab. Weil es kam ja jetzt auch Leipzig-Dresden. Vorher gab es nur Dresden-Riesa. Jetzt gibt es Dresden-Leipzig. Und wer weiß, vielleicht wird da nach und nach immer was dran gehangen. Und wir können irgendwann wirklich bis Köln durchfahren. Das wäre wirklich sehr, sehr nice. Obwohl das mit Sicherheit noch einige Zeit dauern wird, weil das ist auch eine Heidenarbeit, die dahinter steckt. Das darf man nie vergessen. Also den Respekt sollte man schon haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt mal so einfach gemacht ist, die Strecke so zu erweitern. Und, da steckt mit Sicherheit eine ganze Menge Arbeit dahinter. Aber eine Arbeit, die sich mit Sicherheit lohnen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass das dann die Anfragen sehr, sehr hoch sind, oder die Nachfrage, sagen wir mal so, die Nachfrage sehr hoch sein wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil eine solche Streckenerweiterung wird mit Sicherheit sehr beliebt sein, sollte es denn mal dazu kommen. So, 16:15 sind wir in Leipzig, 16:21 sollen wir da sein. Das heißt, wir haben eine 6-minütige Überpünktlichkeit. Soll das jetzt dafür sprechen, dass noch irgendetwas auf der Strecke passiert, was uns diese 6 Minuten einbringt? Oder ist das einfach so? Warten wir es einfach mal ab. So, was kommt hier? Ein Güterzug. Ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Und im Übrigen, ich hatte euch ja vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so in irgendeinem Video mal angekündigt, dass ich meinen YouTube-Kanal mit einem guten Freund führen werde, das vorhabe, wenn es klappt. Und ich muss euch sagen, es hat geklappt. Und wir sind jetzt zu zweit hier für meinen Kanal zuständig. Und mein Partner hat jetzt gestern bzw. heute ein neues Video hochgeladen. Eine schöne Ausfahrt von einem Regionalexpress. Schaut ihn euch an. Er ist seit heute Morgen 9.30 Uhr online. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielen lieben Dank dafür, lieber Liam, dass du bei mir mit eingestiegen bist. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Es wird mit Sicherheit mega. Und ich glaube, wir ergänzen uns da ganz prima. Und wie gesagt, wir sind jetzt im Doppelpack hier zuständig für meinen Kanal und laden immer mal wieder verschiedene Videos hoch. Und mein Partner hier vermehrt Spotter-Videos und ich bin dann so für den Simulator zuständig. Wobei das nicht heißen soll, dass ich jetzt gar nicht mehr spotten gehe. Also das gibt es auf jeden Fall weiterhin. Nur er ist halt, da wo er wohnt, hat er halt die Möglichkeiten viel mehr zu spotten, immer mal wieder. Und von daher macht das schon Sinn, das so ein bisschen ausgewogen zu halten. Ich bin so mehr fürs Simulator zuständig und eher für die reale Materialsammlung, sag ich mal. Und das kann nur gut werden, das wird gut und ich freue mich, wie gesagt, auf die Zusammenarbeit. Ich bin zu schnell.
Und wie gesagt, es sollte ich in irgendeinem Teil, es sind 6 Teile, und es sollte ich in einem Teil das mit dem Straftäter und der Bundespolizei abspielen. Also es steht in der Szenariobeschreibung nicht drin, in welchem Teil das ist. Von daher ist das schon clever gemacht. Da muss man nämlich alle Teile spielen, wenn man das rauskriegen will, wenn man das erleben will. Und habt ihr jetzt mittlerweile mal gezählt, wie viele Güterzüge uns jetzt im Laufe dieses Szenarios entgegenkamen? Ich habe leider nicht gezählt, aber es war der gefühlt 10., der uns da gerade entgegenkam. Also es ist wirklich sehr, sehr güterzugbefahren, die ganze Strecke hier. Anscheinend, ich weiß nicht, wie das in Wirklichkeit ist, aber hier ist das, scheint das wirklich so zu sein, dass uns hier sehr, sehr viele Güterzüge entgegenkommen. So, Bennewitz, wenn wir dann jetzt gleich durchfahren. Bis wieder 200, dann wollen wir das auch machen. Das ist übrigens ein Bennewitz. So, mittlerweile haben wir dann auch gleich eine 7-minütige Überpünktlichkeit zu vermelden. Ja, Wahnsinn. Eine Hamsterbacke in Leipzig-Grau. Wunderschön. Ich kann mir nicht helfen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch ein rotes Signal irgendwo stoppen wird, weil 7 Minuten zu früh ist schon Wahnsinn. Aber mittlerweile, oder im Moment ist noch alles grün, alles gut. Mal abwarten, was uns auf den letzten 20 Kilometern noch so erwartet. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo ein rotes Signal reingedrückt oder ist sonst irgendwas passiert, was uns 7 Minuten oder so warten lässt. Man weiß nicht, man weiß nie, was uns so erwartet. So, da sind wir. Können wir mal ein klein bisschen vorschauen, ja? Da irgendwo was ist. Scheint aber alles soweit ruhig zu sein. Also nichts, was uns irgendwie hier stören würde. Übrigens noch ein kleiner Hinweis zu einem Kanal und deren Videos. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Felix der Weise, der ist hier schon sehr, ist hier schon länger auf YouTube und auch schon dementsprechend viele Abonnenten und Videos. Der hat zum Beispiel auf seinem Kanal Videos von Straßenmeisterei Simulator veveröffentlicht, 8 Teile. Sind es mittlerweile und falls ihr euch dafür interessiert, solltet ihr euch bei
dir bei ihm mal umschauen. Er hat das sehr gut dargestellt. Also wie gesagt, ich verlinke euch auch gerne diesen Kanal unter dem Video. Er heißt Felix der Weise. Und schaut euch gerne mal bei ihm um, falls ihr euch für Straßenmeisterei-Simulator interessiert. Er hat dort auch Zugsimulator veröffentlicht, Bussimulator und, und. Also bei ihm seid ihr sehr gut aufgehoben, wenn ihr auf verschiedene Simulator abfahrt. Wie gesagt, Felix der Weise. Ein sehr toller YouTuber, ganz guter Kumpel von mir und schaut euch gerne mal bei ihm um. So, mittlerweile sind es dann nur noch 9,5 Kilometer. Dann haben wir das Szenario geschafft. Ging ja doch schnell. Wahnsinn, wenn man so viel erzählt, dann geht die Zeit ruckzuck um. Dann merkt man die 60 Kilometer gar nicht. Und zu guten Schluss dürfen wir dann doch noch mal auf 200 beschleunigen. Wunderbar. So, mittlerweile sind es auch noch schon fast 8 Minuten früher. Also Wahnsinn. Ich bin ein ganz blödes Gefühl bei der Sache. Güterzug? Aber bitte. Natürlich. Also hier kann sich die Bahn ja mal richtig profilieren. Kommt nicht zu spät, sie kommt sogar zu früh. 8 Minuten. Wahnsinn. Dass man das noch erleben darf. So. Ist aber auch gleich Schluss mit der Raserei. Können wir auch glatt auf 100 gehen. Ich glaube, die 8 Minuten haben wir. Gespannt, was jetzt kommen wird. Erstmal kam ein Signal mit 140. Kam ein Signal mit 100. Kommt sogar eins gleich mit 80. Das heißt, werden auch da schon mal hin bremsen. Ich glaube, die Zeit haben wir. Bevor wir gleich zu schnell sind, irgendwo noch entgleisen. Muss ja nicht sein. So, schauen wir mal, ob wir irgendwo rot haben. Ah, bis jetzt sieht es gut aus. Da schimmert's grün. Vielleicht haben wir ja kurz vor dem Leipziger Hauptbahnhof noch eben rot. Schocken wird's mich nicht. 40. Noch ist alles grün.
So, und ab dem nächsten Signal ist mit Sicherheit 40. Da tippe ich jetzt mal ganz gewaltig drauf. Das ist auf jeden Fall gelb. Ja klar, das Signal in Leipzig ist rot, beziehungsweise Kopfbahnhof. Es geht dann Steuerwagen voraus, weiter nach Köln. So, 40 ist hier, sieht man ganz deutlich. Zack. So, das heißt, wir werden hier schön mit 40 in den Leipziger Bahnhof einfahren. Und der Zug hat dann einen Aufenthalt von gut knapp 7 Minuten. Etwas mehr. 7 Minuten 10. Oder wann fahren die hier ab? 22, ja, sind es doch 8 Minuten. Dann sind es doch 8 Minuten. So, wir sind sicher und ohne Probleme und pünktlich im Leipziger Hauptbahnhof angekommen. Wer hätte das gedacht? Eine schöne, ruhige Fahrt ist auch mal schön. Muss aber nicht ständig sein. Also es kann ruhig Action vorhanden sein. Ihr kennt mich. Solche drögen Szenarien, wo nichts passiert, sind im Prinzip eigentlich nichts für mich. Jetzt wollen wir mal ein bisschen bremsen hier. Nicht, dass wir da gegen den Prellbock hauen. Ja. Türfreigabe. Ja. Türfreigabe. Aber bitte noch nicht losmachen. Ich stehe noch nicht. So. Das sollte genügen. Dann öffnen wir die Türen. Wir geben uns nach draußen. Und würde sagen, das haben wir soweit gut geschafft. Wir können uns hier noch ein wenig umschauen. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Da steht zum Beispiel noch ein ICE3 klimaneutral. Wunderschön. Der hat noch das Spitzenlicht an. Oder? Nee, der hat schon gewechselt. Die Türen sind auch schon zu. Also der wird sich jeden Moment auf den Weg machen. Wohin auch immer. Oder steht das dran? Dresden. Ja, dann hat das ja nicht ganz so weit. So, das dürfte der da hinten steht noch. So, unser Zug ist mittlerweile wieder, hat die Türen geschlossen. Aber das Szenario ist noch nicht vorbei. Nun ja, warten wir einfach mal ab. Hier stehen N-Wagen. Das ist doch sehr, sehr schön. Und wer schiebt diese N-Wagen? Eine 143? Ja, eine 143. Wunderschön. Wunderschön. 143 267-3. Und du, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber du solltest den Führerstand wechseln, weil, ja, dann siehst du einfach mehr. Aber das ist ein gut gemeinter Rat von mir. Oh, mehr steht hier aber auch nicht an Rollmaterial im Moment. Nur diese drei Züge, zwei Fernverkehrszüge und dieser hübsche, süße Regionalbahn. Oder Express oder wie auch immer. So, wir warten jetzt einfach mal. Was passiert hier? Wann dieses unser Szenario dann beendet wird? Würde ich sagen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Leipzig. Hauptbahnhof planmäßig auf Gleis 15. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug ändert dort die Fahrtrichtung und fährt nach einem kurzen Aufenthalt weiter in Richtung Köln. Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt in Leipzig. Hauptbahnhof ist 16.38 Uhr. Alle Ihre vorgesehenen Anschlusszüge werden in Leipzig Hauptbahnhof erreicht. Meine Damen und Herren, in Leipzig Hauptbahnhof wechselt das Zugpersonal. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt. Auf Wiedersehen. Ja. Ich denke, die Anschlusszüge werden definitiv erreicht.
würde ich jetzt einfach mal so tippen. Ich bin, glaube ich, ein kleines Stückchen zu früh. Aber besser zu früh als zu spät. Darum zählt er nämlich unten auch noch weiter. Ne, jetzt hat er aufgehört zu zählen. Unten 16, 16, 1. Machen wir die Türen einfach nochmal los. Jetzt zählt er nämlich. Seht ihr? Jetzt zählt er nämlich den Balken runter. Jetzt ist nämlich... Jetzt hat er erst kapiert, dass wir überhaupt schon angekommen sind. Naja, besser so als anders. So, um den ganzen Szenario mal den Stempel aufzudrücken. Dieser Teil 5 war jetzt nicht so besonders, ja, wie soll ich sagen, spektakulär. Ist einfach eine ruhige Fahrt von A nach B, wobei ich noch C eingebaut habe. Ansonsten ist hier nicht viel zu holen in diesem Szenario. Mal schauen, ob es in den anderen Teilen besser wird. Meine Hoffnung ist ja, meine Hoffnung bleibt, dass das sich noch in den anderen Teilen ändert. Wie gesagt, es war jetzt der 5. Teil der Fahrzeit 60 von 3D-Zug. Ja. Warten wir es einfach ab. Ich werde euch auf jeden Fall die anderen Teile, wenn ich sie selber mal so ein bisschen angetestet habe, präsentieren. Und euch dann das schönste und spektakulärste Szenario raussuchen und euch präsentieren. Das ist ja klar. Nur man muss die Teile ja spielen, um zu wissen, wo es halt passiert mit diesem Straftäter und Bundespolizei und sowas alles. Wie gesagt, es steht in der Szenariobeschreibung nicht drin, wo das geschieht, in welchem Teil, von daher... ist man da doch ein bisschen gezwungen, alle Teile zu spielen. Wobei der erste Teil aus einem Güterzug besteht, da wird es mit Sicherheit nicht passieren. Aber die anderen Teile von 2 bis 6 sind alles Personen-Szenarien. Personenzüge-Szenarien. Und da kann es natürlich durchaus passieren, dass das dann in irgendeinem Teil vorkommt. In Teil 5 war es nicht. Das wissen wir jetzt. Wir haben noch Teil 6, 4, 3 und 2, wo wir es ausprobieren können. Ja, ich werde es ja alle nacheinander durchspielen und werde euch dann den Teil, wo es denn passiert, auf jeden Fall präsentieren. Das ist ja klar. So, wir haben mittlerweile 19. Ich denke, bei 21, 22 wird sich das Szenario dann verabschieden und ich werde einen erfolgreich bekommen. So, lange ist nicht mehr. Wir können ja hier mal noch so einen kleinen Schnupperkurs machen. Wie es denn hier aussieht. In so einem IC. Also ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, rosa sind die Sitze nicht. Warum die jetzt gerade hier im TS rosa sind, kann ich euch leider nicht beantworten. Aber ich kann euch sagen, im realen Leben, im realen IC gibt es keine rosa Sitze. So viel ist sicher. Bleiben die denn rosa oder sind die in jedem Wagen anders? Das würde mich interessieren. Nein, die bleiben durchgehend rosa. Eine nicht sehr ausgewählte Farbkombination. Das sieht doch schon viel besser aus. Das ist schöner. Das Blaue, das gibt es auch wirklich im IC-Wagen. Also so viel kann ich euch sagen. Na, was steht denn hier so Interessantes in der Zeitung? Kann ich nicht lesen. Viel zu. Nee, also am besten will nicht. Nee. Wenn ihr was lesen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann da leider gar nichts lesen. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finden wir ja noch das Bordbistro. Na, das scheint das Klo zu sein. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ja, steht ja da oben WC. Das wollen wir jetzt nicht näher untersuchen. Geht auch nicht Türs zu. So, was haben wir hier? Blau weiterhin. Sehr schön. Hier ist auch noch blau. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bordbistro sich jetzt weiter vorne befindet oder ob wir jetzt auf dem Weg dahin sind.
auf jeden Fall die Farbgebung der Sitze auf jeden Fall viel, viel besser als dieses Rosa vorhin. Das geht ja gar nicht. So, was haben wir hier noch? Fahrradabteil, wunderschön. Auch sehr, sehr schön. Gibt es hier diese Fahrradständer, hätte ich schon fast gesagt. Da kann man die Fahrräder schön reinhängen, abschließen und dann stehen die hier halt. Und die kann man sich dann auch noch hinsetzen. Falls man sein Fahrrad nicht alleine lassen will, hier ist auch noch mal so ein kleines bisschen Platz. Ach, hier sind wir schon im Steuerwagen. Also das Bordbus ist dann doch tatsächlich auf der anderen Seite. Nun gut, vielleicht schaffen wir das hier noch, bevor das Szenario zu Ende ist. Wird sich nämlich jetzt gleich verabschieden. Hier 2444 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung gehört. Kein Wort bist du drin. Na dann. Ich übergebe gerade den Zug an den Kollegen zur Weiterfahrt nach Köln. Ja, wie geht's bei mir jetzt genau weiter? Alles klar. Dann kurze Pause und schnell zum Tiefbahnhof auf. Dort übernimmst du die S-Bahn des Trotzen. Die Abfahrt ist 17 Uhr. Ja, damit endet dieses Szenario und auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen trocken war. Ich habe mir auch da mehr versprochen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Teile, wo es spannender zugehen kann. Ich denke, ich werde dann als nächstes den Teil 2 fahren oder Teil 3. Mal schauen. Ihr seht es auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Ich für meinen Teil habe diese Woche noch Urlaub. Was ich sehr genießen werde, das kann ich euch versprechen. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters, bleibt sauber, macht's gut, bis dahin, ciao, servus und tschüss, macht's gut, bye bye.